ich denke, also massentauglich bist du schon, oder? Es ist schon eine richtige Masse hier. Ich bin so froh, ich spiele lieber. Also ich bin halt so froh, dass ich meine eigenen Songs singe gerade. Und das ist das Schönste. Und nicht irgendwie... I've come to life. Das wäre einfach nicht mein Ding gewesen. Und das ist gut. Das stimmt. Matti, besondere Menschen haben besondere Fans. Und du hast besondere Fans. Was sagt ihr das? Und besondere Fans machen besondere Geschenke. Da gibt es einen Song von dir, der heißt Snow Reflected Light. Ja. Ja, und den hast du heute Abend leider nicht gesungen, den habe ich vermisst. Kommt ja gleich noch. Kommt ja vielleicht noch. Ja, wenn nicht mal. Auf jeden Fall ist da eine Textzeile drin, die heißt Could someone tell me please, will I make her a star? Das war eine gute Geste, das hat uns nämlich inspiriert, wir haben eine Idee gehabt. Alright. Wir haben gedacht, wir machen den Matti zum Star. Zu einem Stern. Und da haben sich ganz, ganz viele beteiligt. Da sind auch einige davon heute Abend da. Wir haben uns gedacht, wir machen dich zum Star. Okay, wie geht es? Ja. Es geht ganz einfach. Und zwar, ein Stern am Sternenhimmel, den kannst du nachts sehen, wird am 1.1.2011 auf den Namen Mattia, Matti Thiago, Gabriel getauft. Wow. Das klingt sehr gut. Ja. Dafür kriegst du jetzt symbolisch einen Stern. Einen kleinen Stern. Nein, ich wollte es nicht sagen. Macht doch nur Spaß. Das ist also dein wow. Stern. Das ist sehr nett. Danke euch. Ein Zertifikat. Jawohl. Das wird ganz offiziell eingetragen bei der Global Star Agency. Das kann man weltweit eingucken. Hier findest du die Koordinaten für deinen Stern. Hier sind jede Menge Unterlagen dazu, wenn du das wieder nicht loslassen. Und eine Software, die dir zeigt, wie du deinen Stern von Berlin aus jeden Tag im Frühling dir angucken kannst. Ja, ich hoffe, es gefällt dir. Vielen Dank. Gute Nacht. Komm wieder mal.